Oh, wo ist der Beat eigentlich jetzt? Wir wissen nicht. Genau. Ja. Oha. Ist gut, ne? Oh, oh yeah. Oh yeah. Wo ist deine Mundharmonika, Alter? Genau deswegen habe ich gerade. Deswegen so hast du so gezögert, genau, ne? Richtig. Ich dachte aber, ich kenne das jetzt so. Schade, schade. Aber man kann nicht immer, man kann nicht immer flexen, sagt man ja auch. Herzlich willkommen zu Bruder. Bruder war's. Ey, diesmal mit dem. Übrigens. Mit Ibia. Übrigens. Ihn erkannt? Kannst du noch mal kurz sagen, wer das ist? Keiner weiß, ne? Keiner weiß. Ey, lasst mich einfach in Ruhe. Das ist der Klassensprecher von euch? Tobias. Tobias Elias. Ey, hör doch auf. Nur die, nur die Augen. Meine Damen und Herren. Wow, wow. Genau. Es ist Khalid Boudoua. Wow. Richtig. Also ich finde, boah, das ist echt kalt ohne Bart. Ja, ne? Ja. Schon ein Unterschied, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie kam es eigentlich, ganze Story, ganzer Podcast vielleicht, dein Bart? Was geht ab? Also ja, ich bin nice, du weißt das ja sowieso. Alle paar Jahre, wenn wir eine Parodie drehen, dann muss einer von uns den Bart abschneiden. Genau, irgendwas gedreht wird. Genau. Und ich habe jetzt für ein Video den Bart abgemacht. Für ein Video ist die Story. Kommt noch. Was da genau drin passiert, kommt noch. Aber der Bart ist auf jeden Fall ab. Du hast schon eine Nacht ohne Bart verbracht. Ich habe schon eine Nacht ohne Bart verbracht. Also so sieht der Bart nach einer Nacht aus. Ja, aber gestern war noch schlimmer. Also. Gestern war glatt wahrscheinlich. Genau, gestern war glatt, aber das Ding ist wirklich so nach 5 Stunden. Ich schwöre wirklich, nach so 5 Stunden habe ich so gemacht, das war so, oh shit. Also das ist ja jetzt schon, also man hört das. Ja, ich höre. Ich sehe. Das ist jetzt schon da. Wieder. Krass, Respekt, Mann. Ich weiß, ich könnte gar nicht sagen, wie lange das bei mir dauert. Ich weiß es nicht. Doch, bei mir ist auch so. Ja, bei dir auch. Also 5 Stunden. Morgens richtig glatt rasieren, abends ist ja, okay. Schon. Gehst ja, mit der Hand drüber, merkst du schon. Das, also Gott sei Dank, ne? Das, ich finde es super. Ja, weißt du, was heftig ist? Die erste Nacht so Kissen spüren. Mhm. Und hängen bleiben am Kissen teilweise. Ja, auch. Einfach das Kissen so wirklich spüren. Weißt du? Weil sonst du hast immer auf deinem Bart geschlafen. Ja, eigentlich schon, ja. Was für mich gerade das Komischste ist, ist Maske tragen. Also, weil ich habe noch nie das Gefühl gehabt, seitdem das ja ist, hatte ich ja immer diesen langen Bart, aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, die Maske direkt aufs Gesicht, also auf dem Gesicht zu tragen. Zu und nah, das, ne? Es ist, also es ist so ein... So Maske Privacy. Es ist so ein Gefühl von Kreide an der Tafel. Oh. So, weil es so... Weil die Stoppeln so richtig, genau, die gehen so richtig in die Maske rein und verhaken sich und so, als ob hier vorne alles vibrieren würde. Ja, das ist total komisch. Und bleibt auch so hängen, ne? Genau. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Ich habe gestern auch die ganze Zeit die Maske dann so getragen, weil das war so, boah, das ist komisch. Das ist irgendwie so Kopfschmerz. Erstmal müssen wir sagen, ey, das ist so eine Folge nach einer Folge, die nicht rausgekommen ist. Ja, stimmt. Erstmal müssen wir, ey, sorry an alle, die warten. Aber es passiert, was soll man machen? Es passiert zwischendurch, ist was passiert. Und dann war ich kurz in Saudi-Arabien, der war auf Tour, überall war er auf der Bühne. Und wann sollen wir das machen? Dann wir so, Wir haben es einfach nicht geschafft. Wir haben einfach keinen Rhythmus. Irgendwann haben wir eine Nachricht bekommen von jemandem, der so, ich folge euren Podcast nicht mehr. Mal macht ihr nicht. Man kann sich nicht auf euch verlassen. Genau. Ey, tut mir leid. Wirklich. Ich fühle dein Schmerz. Ja, aber ey, wir kriegen das einfach nicht hin. Ja, manchmal kriegen wir es einfach nicht hin und ihr müsst einfach warten und dann, guck mal, es hat sich gelohnt. Jetzt rennt hier. Mein Bart ab, Alter. Ja, Mann. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, Mann. Was das? Bottega Boots, from kick off dein Plexus. Latina gibt Kuss, sieht aus wie Santa Claus. Ich glaube, das war der richtige Moment dafür. Ey, weißt du, du hast voll in meinem Kopf ist das die ganze Zeit, ich schwör's dir. In meinem Kopf, Zeit. Während wir die ganze Zeit reden. Bottega Boots, from kick off dein Plexus. Er sagt das die ganze Zeit, seitdem wir reingekommen sind, höre ich die ganze Zeit. Bottega Butz vom Kick auf dein Plexus. Alter, das ist Frontkick auf meine Synapsen. Das ist genau das Ding, was für immer bleibt. Genau, das ist dieser Ohrwurm, das bleibt die ganze Zeit drin. Bottega Butz. Das ist dieser Sound, ne? Diese Alliteration da drin. Ne? Bottega Butz. Melodie, der Rhythmus. Und?
Schlingel, er ist ein Schlingel, er ist eine kleine Ratte. Frontkick auf mein Ohr, wo? Auf mein Ohr, auf mein Trommelfell. Ah. Genau, aber ey, dazu, das ist der neue Haftbefehl. Haftbefehl hat ein Dings rausgebracht, das ist nicht bezahlt oder sowas, das ist einfach nur, Haftbefehl kann man machen. Haftbefehl. Genau. Ey, alles, was man umsonst kriegt, kann man machen. Genau, nimmt man sowieso mit. In einer Zeit, wo die ganze Zeit Eistees rauskommen, ist Haftbefehl mit Haftee. Ne, die machen auch alle diese Namen, ne? Ja, irgendwas mit Tee. Brattee. Genau, Brattee, Dörrtee, okay. Ne? Und Haftee jetzt auf jeden Fall. Wollten wir probieren, wir wollen sowieso irgendwas trinken und das ist das Ding. Ey, warte ganz kurz, ja. Wenn man von dir einen Tee machen würde, ne? Nice Tee. Wie würdest du deinen Tee nennen? Eistee. Okay. Das Spiel wurde gerade vernichtet. Auf jeden Fall, erzähl weiter. Was ist denn? Mangiti. Mangiti. Nach der Mangitis, Mangiti. Mangiti. Nur ein Geschmack, natürlich nur ein Geschmack. Es gibt nur einen Geschmack. Apfel. Okay. Genau, ey, der hat auch nur einen Geschmack rausgebracht. Zitrone. Trinkt ihr Eistee Zitrone? Ja. Ja. Ja, ja. Eigentlich eher Pfirsich, muss ich sagen. Genau, bei Pfirsich. Normalen Eistee bin ich auch eher der Pfirsichtrinker, aber dieser Lipton-Eis-Sparkling... Boah, der ist der Beste. Okay, der ist jetzt Zitrone. Der ist Zitrone und Schwarztee. Ja, ja. Und ich hoffe auf sowas. Ne? Ey, du hast aber den besten Tee der Welt. Der Beste, also. Genau. Aber was Zitrone angeht, das ist der Einzige, der Zitrone auch durchgeht. Stimmt. Die haben auch andere Sorten davon rausgebracht. Ging nicht. Ey, auf jeden Fall hier. Sollen wir den jetzt trinken? Wir trinken den jetzt. Wir testen probieren den jetzt, genau. Das ist das Ding. Aber der ist mit Haschisch. Genau, richtig. Das ist mit... das ist mit Haschisch-Geschmack. Mit Geschmack von Haschisch. Aber Hanfaroma. Warte mal, haben wir echt alle... Ja, wir haben alle denselben. Grüntee mit Zitrone. Grüntee mit Zitrone. Okay, es ist nicht Schwarztee, es ist Grüntee. Aber okay. Grüntee ist eigentlich für Marokkaner ist cool. Ja. Wir trinken normalerweise eigentlich Grüntee... Ja. Mit Minze. Okay, let's do this. Also ich finde den Aufdruck sehr cool. Das ist einfach ein Bild von Haftbefehl drauf. Das ist cool. Das ist eigentlich so gesucht. So, ne? Warrant, so ein bisschen gesucht. Haben Sie diesen Mann gesehen? Das ist das coole Fritz-Cola. Fritz-Cola, ja, weißt du? Ne? Ja. Mit den schiefen Gesichtern? Genau. Aber cool, genau. So, also mit Sonnenbrille. Ja. 100% stabiler Stoff. Ja, das ist sehr gut. Okay, ich will trinken. Ich habe Durst einfach. Ja. Ey, das ist cool. Life. Hier, wie das erinnert mich ein bisschen an Chronic. Stimmt. So, ne, es ist. Sagt man vor Haschisch trinken auch Bismillah, oder? Das ist ja, da ist das, ja nichts drin. Das ich ist weiß, nur Terpen, ich weiß. Ne? Ich mache nur ein bisschen Geschmack. Nur der Geschmack. Ich glaube, ASMR-Leute wollen jetzt auch trinken hören, ne? Warte. Noch mal. Warte. Aha. Guter Content bisher. Guter Content. Was sagst du, Oni? Das Geile ist, wir hören uns die ganze Zeit gegenseitig auf den Ohren. Also es ist auch gut für uns auf jeden Fall. Nix, also... Es ist nicht das, was ich erwartet habe. Nein. Ich bin noch ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, ob ich dieses Hanf rausschmecke oder nicht. Also ich bin so im Brausebereich. Ja. Also erstmal mit Kohlensäure, mhm, ne? Ja. Wie Sparkling auch. Das hat meine Erwartung getroffen. Das ist gut. Ja. Aber geht Richtung Sparkling. Aber es geht Richtung Sparkling, ja. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen, der ist auch nicht kalt, ne? Ja, der ist genau, stimmt. Der ist jetzt nicht kalt. Der ist nicht so eiskalt, der ist so mäßig kalt. Raumtemperatur. Wenn er kalt wäre, glaube ich... Ey, ist nicht zu süß. Ich merke direkt, wenn jetzt etwas zu süß ist, merke ich, ich bin in dem Alter, ich merke direkt, ist too much für die Zähne. Nee, ey, das ist das, was mich überrascht. Da ist auch nicht viel Zucker drin. Ja. Genau. Ich dachte auch so Energy Drink mäßig, aber... Oder irgendetwas, Sparkling ist auch süß, alles andere ist süß und hier fehlt ein bisschen die Süße. Obwohl, eigentlich ist es gut. Ne? Ich finde das eigentlich besser, dass es nicht zu süß ist. Ja, aber das ist ja auch so ein Chill-Out. Hier steht ja der Chill-Out-Drink. Und je mehr Zucker da drin wäre, umso weniger Chill-Out wäre das. Ja, ne? Wir sind sowieso Zuckerüberschuss. Ja. Und bei mir, ey. Du bist so ein Zuckerfreund, Alter. Junge. Kaffee, Tee, alles muss in Zucker schwimmen. Das ist okay. Also ich bin gerade voll so runter von Zucker ein bisschen. Sogar Kaffee mache ich nicht mehr mit Zucker. Ey, ist nicht zu viel Zucker, ist gut. Ich will aber keine Werbung jetzt dafür machen. Also, der ist leider gut. Ey, gut. Mit Hanf kann man machen.
Also irgendjemand Hanf rausgeschmeckt? Nee, ich weiß nicht, wie Hanf so schmecken soll. Also ich kenne nur den Duft. Genau. Und für mich und da schmeckt das so, wie es riecht. Das schmeckt so, wie... Wie es riecht für mich, ja. Ja? Ja. Oh. Nee. Für mich schon nicht, ein bisschen. Also so ein bisschen so im Abgang merke ich das. Das Kräutermäßige schmecke ich da nicht raus. Aber ja, ist cool, kann man trinken. Also keine Enttäuschung. Doch. Keine Enttäuschung. Geht voll klar. Ey. Probier auch mal. Onni ist auch jetzt an seinem Maule. Ja, vielleicht ist es richtig, das, dass das so riecht. Meine Nase ist hin. Coroni. Warum fragen wir dich überhaupt? Bei dir ist eh weg. Warum fragen wir dich überhaupt? Doch, das schmeckt danach. Ja. Wie es riecht. Es schmeckt so, wie es riecht. Ja. Ja. Also Fazit, ich hatte Corona, ich schmecke gar nichts. Gut, gut, dass ihr ihm das schickt. Nee. Nix für dich? Aber weil es dir zu nicht süß genug ist. Du bist noch klein. Ach so. Onni, muss ich dazu sagen, ist voll Anti-Gras. Gestern noch hat der Polizei angerufen, weil jemand einen Joint geraucht hat. Verstärkung! Verstärkung! Die nehmen hier Drogen! Okay, dann ist das passiert. Hauptbahnhof. Wir haben Fragen von den Leuten bekommen. Wir haben bei Insta gefragt, habt ihr Fragen an Khalid? Wir haben hier eine Frage. Was, ich weiß nicht, warum das so oft kam, die Frage, aber was ist sein Aszendent? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist Sternzeichenzeug. Ist so, ne? Gegenüber von dir, ne? Oder irgendwie sowas. Ja, wenn du Sternzeichen was so gut dazu passt oder sowas. Ja. Ich kenne mich kaum. Wer kennt sich am meisten von uns? Also aus? Null. Ich kenne mich ein bisschen damit aus. Also nicht, weil es mich interessiert, sondern weil ich ein Bit drüber geschrieben habe. Ja. Also Sternzeichen ist Widder. Aszendent ist, soweit ich mich erinnere, ich habe es auf jeden Fall mal gemacht, entweder Stier oder Steinbock. Ich glaube aber Steinbock. Auf jeden Fall Aszendent. Eine mit Hörner, auf jeden Fall. Aszendent ist wie das Sternzeichen, ja. Aber das ist davon abhängig, an welchem Tag, in welchem Jahr und zu welcher Uhrzeit du geboren bist. Wie okay. Dann die Sterne in dem Moment standen. Alright. Weil, aber das ist, guck mal, das ist alles voll Quatsch. Ja, natürlich ist das Quatsch. Weil die Sterne sind ja nicht... Der Kalender, den wir haben, und die Sterne sind ja nicht 100% im Einklang. Mhm. Deswegen haben wir ja Schaltjahr zum Beispiel. Ja, stimmt, ja. Weil die nicht genau passen. Das heißt, so nach 1000 Jahren hast du voll die heftige Verschiebung. Deswegen ist es nie scheißegal, wann du geboren bist, welcher Tag genau. Wenn jemand so 50 Jahre später geboren ist, gilt der als dein Aszendent oder irgendetwas? Oder gilt das gleiche Sternzeichen? Wahrscheinlich ist es ja nicht mehr dasselbe Sternzeichen. Ja, man, wenn ein anderer Geschmack hat, interessiert mich nicht, was für Stern. Wenn du einfach scheiße bist, habe ich keinen Bock auf dich raus. Bei Aszendent spielt sogar die Uhrzeit eine Rolle. Ja? Ich auch noch. Ey, auch noch, ja. Aber, ich weiß es gar nicht, aber guck wie mal. Viel Uhr ich geboren bin. Weiß ich. Aber kennst du mein Sternzeichen? Guck mal, mein Stern. Sternzeichen. Da ist mein Stern. Du kriegst einen Butz auf deinen Stern. Aber wir haben ja sogar... zweimal im Jahr Zeitverschiebung, also ja, Zeitumstellung, genau. Das auch noch. Ja. Und in manchen Ländern einfach nicht. Ja. Deshalb ergibt das sowieso keinen Sinn. Aber dieser Typ ist ein Freak, der die Frage gestellt hat. Was ist dein Aszendent? Na ja, der selber hat dann geschrieben, ja, dein Sternzeichen kenne ich ja. Das von Banaisa ist das und das und von Khaled das. Der kennt unsere Echt? Sternzeichen, was Boah. Schon... Ich hatte jeden gefragt. Vielleicht, oder der hat gegoogelt, um zu gucken, wann wir geboren sind oder sowas. Ey, wozu? Ich habe nicht mein echtes Geburtsdatum. Nein, echt? Ist das nicht echt? Fake? Nein, meinst du es nicht echt? Nee. Ach, krass. Lustig. So alt bist du. Ja. Ich bin in Marokko geboren. Yeah. Mein Vater war schon in Deutschland. Und mein Vater hat immer, wenn er in Marokko war, die neuen Kinder, die da waren. So, und ist schon da oder nicht? Genau. Seit wann ist er da? Ja, da ist er die anmelden gegangen, an dem Tag. Und wenn die, okay. Genau, wenn die gefragt haben, ey, wann ist er geboren, hat er meistens gesagt, heute. Okay, das heißt, dein Geburtsdatum ist eigentlich nur der Telefontag von deinem Vater. Nicht der Telefontag, sondern der Anmeldungstag. Der Anmeldungstag, krass. Der hat mich am 20.08. angemeldet. Er ist heute geboren. Aber das heißt, aber weißt du, wie lange vorher du geboren wurdest? Ja, habe ich, als jugendlich war, habe ich das immer versucht zu recherchieren, immer gefragt und immer so Antworten gekriegt wie 40 Tage ungefähr davor. Da war so die und die Erntezeit. Das ist super. Genau, aber kein Datum, weißt du, weil die haben einfach kein, die haben zu der Zeit, wo ich geboren bin, ist El Campo, so richtig im Dorf. Im Dorf, ja. Da haben die noch nicht mal Uhren gehabt, die haben gefastet mit Schnüren, mit zwei Negern, genau. Mhm. Schwarzen und Weißen nebeneinander und wirklich tatsächlich noch so gefastet. Mhm. Das heißt, die haben nicht mal Uhrzeit gehabt, geschweige denn Datum.
Ja, Mann. Quatsch. Deswegen bei uns in der Familie, meine jüngste Schwester und noch eine andere Schwester haben richtige Geburtsdaten, weil bei der anderen Schwester war mein Vater tatsächlich vor Ort und meine jüngste Schwester ist in Deutschland geboren. Deswegen hat die ein richtiges Datum. Ah, yeah. Krass, Mann, du bist so OG. Ich muss so jetzt immer OG, wieder sagen, Alter. Ich muss dir immer wieder sagen, dass du wirklich einer der wenigen OGs bist. Buttiger Butz von Kick auf den Plexus. Latina gibt Kuss, sieht aus wie Santa Claus. Das funktioniert immer wieder. Ja, Mann, die sieht auf jeden Fall aus wie Santa Cruz. Eine Frage, die dir gestellt wurde, ist, ich weiß nicht, ob du darauf eingehen musst, aber... Warte, lass mich erstmal lesen. Welche? Also an beiden. Ach so. Ja. Die Leute wollen wissen. Boah, Belinda Mango. Danke auf jeden Fall. Es ehrt mich, dass du so heißt wie ich mit Nachnamen. Was magst du an uns? Viel Spaß. Ja. Boah. Sag nichts Falsches, Horn. Ich weiß, wo du wohnst. Ich überlege jetzt, aber es muss ja irgendwas. Muss es jetzt was Lustiges sein? Nee, ich kann ja irgendwas. Sag, sagen. Weil sonst. Bottega Bus von Kick auf der Plexus. Boah. Humor. Ich sage jetzt einfach für beide. Ihr seid beide so, also beide natürlich Humor und so Familienmenschen. Das ist ja, halt auch das, was beide. Ich sehr wertschätze. Fall. Und ihr kennt aber, mich ja und ihr wisst ja, wie ich da bin. Aber auf ganz unterschiedliche Weisen auch, ne? Ja, krass. Ah, und das ist auch eine Sache, die wir gemeinsam haben. Wir sind schon sehr kindisch. Alter, oder, ja, auch wenn wir drei aufeinandertreffen, dann erreicht das ein Level, das andere nervt. Ja, Mann, die schämen sich. Leute schämen sich, wenn wir zusammenkommen. Ja. Suchen Schnuller, so. Ey, ihr wisst gar nicht, wie viele Videos ich auf dem Handy habe. Manchmal schicke ich denen beiden so Videos, die so Jahre nicht gesehen haben, einfach so auf Tour, im Auto. Irgendwie so... Immer die Dreier-Kombos. McDonald's Drive-In irgendwie so verarschen. Ja. Entschuldige, wo Sie mich bitte, haben Sie Zucker? Haben Sie Zucker? Ich weiß ich nicht. Da ich ist das geboren. So diese, ich weiß ich nicht. Er ist im Halbschlaf. Er ist so, haben Sie Zucker? Und Ostus so die ganze Zeit so, guckt so die Frau an, dann so. Ja. Ich gehe mit denen auf Tour. Ich hatte eins, wo wir so tanzen, so bei so einer Tanzgruppe. Hä? Dann kommen wir, du und ich. Das ist so 2014, 2013 oder was, da wollen wir durch so einen Raum gehen und da ist gerade so Tanzgruppe, die sind so am Tanzen. Und was haben wir gemacht? Wir gehen da durch und wir machen so eigene Tanz. Richtig bescheuert einfach. Ich hab das auf dem Computer, muss ich dir mal schicken. Boah, unbedingt. Ey. Vielleicht hier jetzt einblenden, ey. Ja. Das wäre unglaublich. Ja. Ich muss das finden. Ich weiß ungefähr, wo das ist. Und wir verziehen auch keine Miene. Ja. Wir tanzen den bescheuerten Tanz, den es gibt, Alter. Boah. Zwischen dieser Tanzgruppe und dann so durch. Und checken zwischendurch ab, so und wie läuft's bei dir? Gut. Bei dir auch. Ey, ich muss das sehen, ich hab's gar nicht mehr vor Augen. Ich such das. Ich schick das, damit wir das hier reinbauen. Wo war das? Weil das irgendwas war klingelt da bei mir. Das war das Essen. Ey, wenn wir so durch waren, dass wir das gemacht haben. An dem Tag waren viele bescheuerte Videos. Eins war, wie ich vor so einem Spiegel Französisch rappe. Avec le cut, le croissant, le weg, avec du Chanel, Rochelle. Ist das eine. Und das andere ist, wo wir so bescheuert tanzen. Ich glaube, das ist ein Essen. Muss aber während der langen Tour gewesen sein. Ja. Wen trifft die meiste Schuld? Also es geht nicht an dich. Wen trifft die meiste Schuld an der Unregelmäßigkeit des Podcasts? Boah. Hab ich häufiger abgesagt als du? Eigentlich sind wir beide es einzeln nicht immer. Genau. Also manchmal nehmen wir auf und dann komme ich nicht hinterher, das zu bearbeiten. So, den Schuh würde ich mir anziehen. Bei mir Grafik dauert manchmal. Weil ihr müsst euch vorstellen, dieser Ort, an dem wir aufnehmen, ist in Neuss. Das ist bei mir. Du wohnst 80 Kilometer von hier entfernt. Genau, ja. So, dass du schon hierher kommst, ist schon... Ja, das ist schon Aufwand. Ja. So, das ist schon ein bisschen... Ich kann das einmal die Woche, aber nicht häufiger, ja.
Genau, es liegt daran, dass keiner da ist, der dieses Video bearbeitet. Also beschwert euch nicht, helft uns. Was ist los mit euch? Einfach nur am Beschweren die genau. ganze Zeit. Also wir können jeden Tag aufnehmen oder mehrere hintereinander. Das würde genau, aufgehen. Aber wir brauchen jemanden, der das, der Ton und Bild übereinander legt und das ein bisschen schneidet, die Bilder einfügt. Das ist das, was eigentlich was uns aufhält. Genau, und wir machen das gerade alles selbst eigentlich. Genau. deswegen, das ist eigentlich der Grund. Wir machen alles selbst und deswegen geht es halt nicht so häufig. Jetzt kommen noch ein paar Auftritte dazu. Und das sind noch die beiden, die wirklich Familie haben. So, ne? Ja, also, ihr habt auch noch den Struggle die ganze Zeit. Wir haben den Struggle, genau, richtig. Kurz Frage. Normalerweise spiele ich ja immer mein Bart. Darf ich ganz kurz? An deinem. Aber rechte Seite. Boah, bei mir kommen immer mehr Weiße. Okay, gut. Ja, bei mir auch. Deswegen mache ich meinen Bart so kurz, damit die Weißen nicht so lange und prominent da sind. Ich bin mittlerweile da, dass ich zulasse. Du lässt zu? Ja, ich auch. Ja, ich lasse zu. Jetzt, es ist die Zeit dafür. So. Silber werden ein bisschen. Ich wünschte mir, dass die einfach nur noch ein bisschen mehr, dass es regelmäßiger. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es gibt gar nicht in unserem Alter einen regelmäßig weißen Bart. Ich glaube, die helfen da auch nach, ey. Die ja, dass da alles weiß wird, ne? Aber manchmal hat man so wenigstens ein cooles Muster. Weißt du, dass so hier so zwei Streifen oder so. Also ich glaube, du verlangst zu viel. Ich verlangst von deinem Bart auf jeden Fall. Viel zu viel. Ich glaube, der Bart kann nicht darunter leiden, dass wir so Sopranos geguckt haben oder irgendwelche Cartoons, wo das cool aussieht. Ja, der hat nichts damit zu tun. Aber so unter deiner Lippe sind so ein paar mehr. Also ich glaube, da wirst du irgendwann, siehst du das? Hier? Ne? Ich sehe, wirst du irgendwann, meinst. Hier, genau hier. Und hier, da wirst du hier diese Ecken haben. Werden irgendwann kommen, dass diese Ecken. Wenn diese Ecken sind, dann bin ich schon über den Berg drüber. Weißt du, ich nehme es zurück, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, es wird genau so passieren, wie du willst. Ja. Ich glaube, du hast es in der Hand und du kannst das mit deinen Gedanken wirklich bestimmen, wie dein Bart aussieht. Und ich glaube, ja, noch ein bisschen, nicht zu viel, jetzt ist alles. Jetzt ist alles. Was, Digga, was? Was auf deinem Plexus? Ja, Mann. Soweit dazu. Ich will da auch was drücken. Reide, du bist hier, du bist dran. Was geht bei dir ab? Achso, ich dachte, kommt noch eine Frage. Das war's. Ah, okay. Ja. Nur die besten Fragen. Wohin? Wohin? Also, ich war auf jeden Fall auf vielen Bühnen die letzte Zeit. Auf richtig vielen. Ja. Du warst nur unterwegs, ne? Ja, manchmal so zweimal am Tag habe ich gesehen, dreimal. Wir waren ein bisschen zusammen unterwegs auch. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Die ganze Zeit immer auf irgendwelchen Bühnen und testen, neues Material testen, viel Crowdwork. Mhm. Ich versuche gerade immer mehr Crowdwork zu machen und versuche das auch immer zu filmen. Neue Tour vorbereiten, neues Material. Boah, was, dieses Open-Mic-Ding, weil wir es einfach auch lange nicht hatten. Yeah. Das macht so Spaß. Ja. Also, macht teilweise. Also jetzt wieder so. Ja. Es fühlt sich so an wie ganz am Anfang. Sogar es kommen so Open Mics von ganz am Anfang. Manuel Wolf, ja, stimmt. Boing und sowas. Das ist cool, Mann. Ja, also das ist schon sehr geil. Ansonsten gehe ich davon aus, dass demnächst alles nicht mehr stattfinden wird. Mhm. Oder? Also ich glaube jetzt, auf jeden Fall. Im Datum, wo wir jetzt sind, das ist gerade so, heute ist diese Konferenz. Ja. Wo die entscheiden, was, ich glaube nicht, dass sie diese kleinen, oder? Boah, was Open Mics angeht, glaube ich schon. Ich glaube, Theater werden die eine Lösung finden. Ja. Aber diese Open Mics wird schwierig. Ja, wir waren so eigentlich guter Dinge, ne? Bis vor ein paar Wochen waren wir so, hey, man kann wieder hier und da auftreten, ab und zu kommen irgendwelche Bookings mit Auftritten, wo es auch mal größer und cooler ist als Stand-Up-Comedian, also. Aber jetzt scheinbar wieder müssen wir mit irgendwas nicht so gutem rechnen wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm. Ja. Wie ist das? Du warst, ey, wirklich viel, ne? Manchmal fast jeden Tag eine offene Bühne, manchmal wirklich zweimal am Tag. Hattest du zwischendurch, wo du so mal 4-5 Tage nichts gemacht hast und dann wieder? Hatte ich. Ich hatte eine Phase, da habe ich so eine Woche oder 8 Tage keinen Auftritt gemacht und dann wieder rein. Und kommt man besser in den Run rein, wenn man wirklich jeden Tag, weil ich hatte das ein paar Tage nacheinander und dann so 7-8 Tage nix und dann wieder rein. Musst du dich wieder so aufraffen dafür, ne? Ja. Als ob ich nichts gemacht habe. Okay. Ja. Also nach einer Woche da, ist als das wir noch zusammen nicht so drin? Im R&B waren, da war so, okay, jetzt bin ich drin. Ja. Und danach wieder weg. R&B muss man dazu sagen, Baneisa hat da halbe Stunde neu gemacht. Danach ich halbe Stunde, vorher ich halbe Stunde neu, dann Baneisa neu, dann hatten wir so anderthalb Stunden Pause oder so und dann nochmal.
Genau, vor anderen Leuten. Publikum gewechselt und wieder rein. Also nicht 7 Minuten oder so, eine halbe Stunde neu am Stück. Das war schon, und das war so, und davor waren wir David Grashoff und... Richtig. Aber da, sonst haben wir nichts zusammen gemacht. David Grashoff haben wir davor noch gemacht, in Krefeld. Ja. Das war auch nice, das war auch super. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Offene Bühne ist einfach das Geilste, Mann. Ja. Also natürlich, wenn du jeden Tag unterwegs bist, dann bist du irgendwann einfach voll im Flow. Dann ist es, dann freust du dich einfach auf den nächsten Tag, weil du ja das, was du heute gespielt hast, wenn du was dran ändern willst, kannst du das ja morgen direkt dann nochmal versuchen. Besser, und du kriegst direkt direkt das nächste, so kleine Erfolgserlebnis. Ah, cool, das habe ich nochmal ausgebessert. Dann lässt das so 7-8 Tage liegen, dann holst du es raus, liegt so ein bisschen Schimmel drauf. Genau, dann bist du schon so, okay, wie habe ich das jetzt geändert? Genau. Was habe ich da nochmal gesagt? Das war doch an dem Abend, war das doch so gut. Und dann ist nicht mehr dieses Neue dabei, aber irgendwann kommt da die Routine. Ich glaube, da sind wir alle so voll gleich. Dass nur dann wirklich dich, so, dass es nur dann so attraktiv ist für dich, wenn es fresh ist. Also selbst wenn es nicht perfekt ist, aber Hauptsache neu. So, das ist so das, was mich so, ich will das gar nicht nochmal machen. Mhm. Wenn es einmal gut funktioniert hat, zweimal, dreimal, dann sag ich, okay, alles gut, next. Aber sobald geilste, man so... Geilste offene Bühne in von all denen, die du jetzt gemacht hast in der letzten Zeit? Beste offene Bühne von denen... Boah, da waren einige, aber also bei uns in der Gegend, wisst ihr ja selber, Daniel Kuhs, der macht ja die ganze Zeit irgendwelche und da sind teilweise sehr gute bei, weil das ein Publikum ist, was uns null kennt. Genau, das geht über unseren Kosmos hinaus. Tellerrand, auf jeden Fall. Und das ist für mich immer schwer, also wenn ich bei Daniel Kuhs, da hast du es schwer, auf jeden Fall. Da habe ich es richtig schwer. Aber ich glaube, einmal war ich, glaube ich, mit Hanny. Der hat mich schon vorher ausgelacht. Der hat sich gefreut, dass du gleich bomben wirst. Ne? Genau. Aber du gehst schon mit der Haltung rein. Das wird genau, das ist das meistens nicht, auch. Ja. Genau. Und so war es früher auf jeden Fall. Jetzt mittlerweile, ich war einmal bei Daniel Kuss, da waren wir zusammen. Genau. War auch cool. Das war gut. Und da hatte ich den Ansporn auch, oder ich hatte das Ziel, ey, ich muss diese Leute irgendwie auch erreichen. Die sind jetzt nicht mein Kosmos, so, aber das sind. Die haben ja auch ihr, die kannst schon knacken irgendwo. Auf jeden Fall. Und das, weil bei mir habe ich es mittlerweile ein bisschen einfach so, weißt du? Ich weiß, wofür die kommen, was die wollen und das ist jetzt seit 10 Jahren, sind das die gleichen Leute. Und da war so, ey, irgendwie muss ich die auch knacken und das hat auch gut geklappt. Aber das ist das immer bei mir, das ist das Kopfkino vorher. So. Ah. Das habe ich auch, wenn ich mit dir auftrete. Ja. Das ist mein Kopfkino ist, ey, die sind alle wegen Banaisa hier. Wie soll ich die kriegen? Ja. Also für mich ist das so, wie für dich Erklins, Daniel Kuss ist dann so, wie soll ich die kriegen? Genau, die sind im normalen Leben würde ich jetzt, wenn ich nicht Comedian wäre, würde ich in diese Kneipe erstmal gar nicht reingehen. Und wenn ich reingehen würde, würde ich mich unwohl fühlen. Ich habe keine Gemeinsamkeiten, aber die gucken dieselben Nachrichten wie du auch. Die haben denselben Struggle im Leben. Die haben auch Kinder. Genau. Man muss sich endlich davon freimachen. Voll. Und wenn das dann bei denen funktioniert, dann funktioniert das überall. Ja, klar. Das ist der beste Test. So. Genau, das ist manchmal, geil. Manchmal bringen die mich ein bisschen zu weit in deren Kosmos dann rein. Echt? Dann bin ich zu weit zu denkend. Kneipe. Nee, nicht zu Kneipe, sondern ein bisschen zu weit denken. Dann komme ich zurück zu Kenneck-Publikum. Mhm. So. Und die denken nicht so, die wollen nicht den komplizierten Joke haben. Die wollen den nicht. Ich habe nur komplizierte Jokes. Ich habe nur komplizierte Jokes und dann so halbe Stunde bei diesem Publikum, zum Beispiel in Krefeld, war für mich auch so, wie soll das gehen? So, aber es geht schon. Die erste Ding war hart, zweite Ding lief ja sehr, sehr gut. So, ne? Aber ich weiß nicht, für mich ist das auch ein Test. Wenn das da funktioniert, wird es bei 1000 auf jeden Fall funktionieren. Weißt du, auf jeden Fall. Also, wenn ich habe das Gefühl, bei uns, wir spielen auch lauter. So, ich habe mir dadurch diese Bühnen ein bisschen angewöhnt, bisschen leiser zu sein, ruhiger. Und damit bin ich danach auch auf die Schnauze gefallen. War ich bei Amjad in Rinteln. Aha. Lautes Publikum, auch mehr Kenneck-Publikum. Yeah. In Tübingen auch ähnlich. Da musst du Chris Rock auspacken. Genau, und ich war aber der Ruhige. Warst du auf Bar Hocker wieder? Da noch nicht. Okay. Genau, kennst du ihn auf Bar Hocker-Modus? Nein. Da noch nicht. Und danach ging es langsam los. Ich so, ey, hinsetzen. Also einmal
Wegen der Ruhe ja. und einmal altersbedingt auch. Ich kann nicht mehr, ich schwör's dir. Das stehen, ne? Ich schwör's, ich weiß gar nicht, wie das ging. Bei Solospielen 90 Minuten, keine Ahnung. Ja. Ich meine, mein Drücken tut echt weh. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich stehen soll. Junge, das Einzige, was du machen musst bei Stand-Up-Comedy, kannst du nicht mehr, oder? Nicht mehr. Es wird immer schwerer. Sehr lustig. Aber du warst auch, du hast ja nie nur gestanden. Genau, ich habe mich immer bewegt. Du hast dich viel bewegt. Das ist das, was mich fertig macht. Ja, ja. Das ich merke so, ich kriege Luft mehr. Scheiße, Minute 5 von 45. Genau. Ich kriege Luft mehr. Wie hast du das früher gemacht, Alter? Ich bin aus der Puste raus, man hört das bestimmt. Hoffentlich, das beeinflusst dein Programm. Und dann ist, Junge. Deswegen. Wann ist es bei dir eskaliert? Gab es irgendeinen offenen Bühnenauftritt, wo es wirklich, wo du sagst, ah, Alter, da ist richtig eskaliert? Irgendwie von der Länge oder von dem Reinrufer, der Heckler oder irgendetwas? Eskaliert, immer wieder gibt es irgendwelche Leute, die was Bescheuertes reinrufen und dann, ich hatte einen Auftritt, das war auch mit Amjad und Abed und Abdel und so, das war in der Nähe von Bremen. Da hatten wir einen Auftritt, also es eskaliert in sehr lustiger Form. Da waren so drei Brüder in der ersten Reihe, der älteste von denen vielleicht 14, 13 und dann die anderen, es waren zwei Zwillinge, die waren glaube ich so 10 oder 11 Jahre alt. Und dann gucke ich die beiden an und dann sagen die, ja, wir sind Zwillinge, aber die sahen nicht aus wie Zwillinge. Also es waren halt zweieiige Zwillinge. Und dann habe ich gesagt, ihr seid gar keine Zwillinge, weil ihr habt ja keine Vorteile, ihr seid einfach Geschwister. Ist fake. So, es funktioniert nicht. Und dann frage ich so, wo ist überhaupt euer Vater oder wo sind eure Eltern? Und dann zeigen die auf einen, der sitzt so drei Reihen hinter denen und der Vater sieht einfach aus wie einer von den beiden. Und ich so, das ist dein Zwilling, Alter. Und dann der dritte Bruder, ich frage den so, was willst du irgendwann werden? Der so, ich will Arzt werden. Und der war, ich weiß nicht, ob der libanesischer Herkunft war oder irgendwas, ne? Auf jeden Fall arabischer Herkunft. Und dann sagt er so, ja, ich will Arzt werden. Und dann habe ich ihm erstmal so eine kleine lustige Predigt gehalten. So, das wirst du eh nicht schaffen und sowas. Versuch's gar nicht eher. Weißt du, so motivierend. Ja, ne? Und dann frage ich so den Vater, was bist du vom Beruf? Der so, ich bin Arzt. Und das ganze Publikum so schockiert. So, ey, das ist gerade nicht echt passiert. Also solche Sachen sind dann geil, wenn sowas wirklich passiert. Oder so einmal einen angesprochen und dann, nee, das war sogar mit dir. Da habe ich eine angesprochen in der ersten Reihe. Das war vor kurzem, als Onni auch dabei war. Wo waren wir da nochmal? Alzey, genau. In der ersten, Alzey, okay. Genau. Klingt wie ein arabischer Name. Der Bürgermeister sollte eigentlich kommen, ist nicht gekommen. Also fing ich an, über den Bürgermeister Witze zu machen von der Stadt. Und dann rede ich so und dann spreche ich eine Frau an, wirklich eine Frau in der ersten Reihe. Frag sie, was sie macht. Und sie ist einfach die rechte Hand vom Bürgermeister und ich habe gerade die ganze Zeit über den Quatsch gehört. Also solche Sachen sind die eskalieren für mich. Yeah. Und wenn das passiert bei Crowdworks, natürlich der Hammer. Ist top. Das ist mal richtig sehr, sehr gut. Ja. Aber das kann man nicht immer... Deshalb denken auch viele oder denken manche, dass es geskriptet ist. Dass es nicht echt ist. Auch bei unserer Show, bei der Hochansteckentour zum Beispiel, der erste, den ich frage, der im Publikum, der heißt einfach Jochen Kalender. Und Leute sagen, das kann nicht sein, das ist geskriptet, dass er so heißt. Aber ihr wisst das ja selber, ich frage ja nicht vorher, wie die heißen. Ja. Also das sind die geilsten Sachen eigentlich. Ja, das sind die Sachen, die auch dann nicht vergessen. Ja. Also die Leute, die live da waren, das Highlight dann. Ja, das kriegst du ja auch nur da, das kannst du in keiner Stadt wiederholen. Ja, ja. Crazy. Oder du nimmst sie mit. Hm. Ja. Das ist das. Sonst? Bei dir? Genau, auch viel unterwegs gewesen. Das letzte, was ich gemacht habe, war bei Awet Mirror. Hier, Laugh Kitchen, genau. Ist das in dem Burgerladen? Geil, Alter, ja, das ist in diesem Burgerladen, super. Genau. Super, ja. Das ist aber so original, wie man sich amerikanische Comedy-Club vorstellt. Also du merkst, da ist jemand, der hat einfach Ahnung, wie man eine Bühne macht. Mhm. Wie man, abgesehen davon, ist keine Bühne da, sondern man steht einfach nur. Ja. Aber Pause... Laut alle Essen, Kellnerinnen durch den Raum. Ich kam in der Pause rein. Genau. Und ich so, oh, das wird katastrophal hier. Wie willst du die danach wieder ruhig kriegen? Das Ding ging weiter. Muss ich sagen, auch Junit hat moderiert, hat er auch sehr gut gemacht. Das Ding geht weiter. Nach zwei Minuten waren die so ruhig und so übertrieben empfänglich auch. So. Hammer Bühne auf jeden Fall. Sehr gut, ja. Das war von den offenen Bühnen so mit die beste. Dann war ich in... Tübingen, was habe ich noch gemacht? Alter, Tübingen war ich zweimal. Ah, Inteln.
Rinteln, genau. Rinteln mit Envy und Nizar. Ey, Nizar, Alter, Hammer Auftritt hingelegt. Oh. Ja, Mann. Aber war richtig gut. Ja. Envy hat mir auch gut gefallen. Ein paar neue gesehen in Tübingen. Serda, genau. Nee, der, mit dem Hut, der? Nee, mit Glatze. Ja. Also Karibik, der ist ja klar. Und Cesar, genau, Cesar. Sorry. Cesar. Yeah. Der den war auch mal cool. Ja. Ist ruhig auch, ne? Genau, ruhig, ein bisschen andere Themen auch. Cool. Auch mal gesehen, so, ey, die sind auch alle connected untereinander. Die treten ja, jede Woche super. Alle zusammen ja. auf. Ja, und, die kennen die ganze Zeit neue Shows. Ja. Das ist cool. Ja, und wir sind in Aachen zusammen aufgetreten. Genau, Aachen. Kaiser Comedy. Escape. Wie war das? Bühne. Ich muss sagen, es hat so holprig aus, ne? angefangen. Okay. Und es wurde immer besser, immer besser, immer besser. So. Okay. Cool. Aber so einen Monat vorher war ich mit Abdel und mit Abed da. Ja. Yeah. War, also, ich fand super. Es war die erste Show, es war Hammer. Und mit Benice war das jetzt die zweite Show da. Und es ist mehr so, es ist ein Club, ja, oder eine Bar. Ja. Und der Besitzer sagt aber, nee, ich will hier unbedingt Comedy reinbringen. Ja. Und dann hat er sich voll Mühe gegeben mit den, du hast ja gesehen, die Trapez, wo dann das Licht hängt und so, die bauen richtig Scheinwerfer hin ja. und alles. Okay, und dann denkst du, boah, das ist krass organisiert, was ist das für eine Bühne? Und dann zeigt er mir aber, was die Bühne wirklich ist. Die Bühne ist eigentlich der Billardtisch, aber mit Molton umwickelt. Und dann oben drauf eine Platte. Aber es sieht aus wie eine richtige Bühne. Ich habe nur gesehen in den Storys, wie Vanessa da draufgeklettert ist. Genau, ja, das, weil es so mega hoch war. Ich habe eine richtige Stufe. Das, ja. Hast du gesehen? Ich habe so Pause gemacht. Ich so, klettert er? Klettert er? Er klettert. Hast du da meine Form gesehen? Da bin ich schon geklettert. Und da war ein Musterhocker. Ich wusste nach... Auf dem Billardtisch. Auf dem Billardtisch. Leg Hocker drauf, weil ich weiß, nach dem Klettern bin ich K.O. Ja, und DJ Wati war dabei. Ja, das war auch geil. Genau. Was? DJ Wati einfach mit am Start. Geile Musik gespielt, aber mega laut. Ja, ja, DJ Wati war im Haus. DJ das ist so genau. gut. Stell dir vor, er hätte das Kick leise auf dein Trommelfell. Ja, da war richtig Kick. Ja, dann ist alles gut gelaufen. Genau. Aber dieser Gegensatz, weißt du, von laute Musik zu... Und jetzt reden wir weiter. Also, Leute haben noch so Tinnitus. Auf einmal hörst du den Ventilator. Du warst ja die ganze Zeit da. Und es gab Popcorn. Ja, es gab Popcorn. So ein Popcorn gerochen. Ja, ich habe Bock drauf. Nächstes Mal, wenn es in Aachen ist, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, cool. Nach langer Zeit wieder in Aachen auch. Gewesen, rumgelaufen danach. Hast viele Erinnerungen da auch in Aachen. Pizza gegessen. Krass. Pizza gegessen. In Aachen, für alle, die es nicht wissen, in Aachen gibt es diesen Trend von so Pizzaläden, wo du für 3,50 Euro oder für 4 Euro einfach dir eine Pizza zusammenstellen kannst mit 3 Zutaten. Und in den letzten 3 Jahren sind davon irgendwie, von einem Laden wurden auf einmal 15 Läden in ganz Aachen aufgemacht. Das sind diese kleinen, ne? Ja, ganz kleine Läden. Das ist in Neuss, ehrlich gesagt, nicht mal eine Margarita. Ja, 4 Euro, 5 Euro. Das ist cool. Das ist 4 Euro, 3 Dinger, die war gut. Echt, die Pizza war echt gut. Echt lecker. Ja, Eri, Waridi. Genau, viel aufgetreten bei uns und du warst in Saudi. Saudi. Ja, Mann, ich war in Saudi hier, Saudi-Arabien, Family abchecken. Und ich, ey, ist voll der langweilige Grund, warum ich da war. Ich war nur 7 Tage da, 6,5 oder so. Und ich, in Saudi-Arabien ist alles, was so Einwohnermeldeamtmäßig ist, in einer App. Und es gibt keine, nichts mehr auf Papier, gar nichts mehr. Und die ganzen Corona-bedingt Leute, oder schon immer? Nee, die wollten das eh so machen, dass die im Prinzip die ganze, also ich bin ja nur Saudi, ich habe ja nicht noch eine deutsche Staatsangehörigkeit oder sowas. Und ich musste Sachen verlängern, Papiere verlängern, ich muss auch so einen Familienpass haben, wo da meine Kinder eingetragen sind. Ich habe immer so, demnächst. Auf einmal Kinder 12 Jahre alt. Gibt es keine Botschaft in Deutschland? Doch, es gibt in Frankfurt Konsulat und in Berlin die richtige Botschaft, aber du kannst diese Sachen da nicht machen. Ah. Und eigentlich habe ich so einen Typen, der für mich da alles regelt, der dann auch so eine Vollmacht von mir unterschrieben hat und sowas und so mit Fingerabdruck und so. Wirklich, das habe ich schon mal so vor Jahren so gemacht, damit er mir da alles regelt. Aber das Problem ist jetzt, diese ganzen Apps, die es da gibt, das sind so 3 Major Apps, wo alles drin ist, so auch mit Testament und so. Also wirklich mit Organspende, Testament, alles ist in diesen Dingern drin. Boah, und Junge. Alles, also du bist so gläsern, also die wissen alles über dich und alles ist auf einer Datenbank, aber ist praktisch, weil
du läufst rum, bezahlst mit Apple Pay und Ausweis ist auf deinem Handy so authentifiziert. Also du brauchst dein Portemonnaie nicht mehr. Du läufst einfach nur mit deinem Handy rum. Und das funktioniert alles? Das funktioniert alles. Boah. Corona-App. Dass das einfach nicht funktioniert. Also so alles. Hänger oder sowas. Nein, weißt du? Es funktioniert und auch das ist alles kombiniert. Deswegen kann dieser Typ das nicht mehr für mich machen mit dem Fingerabdruck. Ah. Also das ist alles so in der Datenbank. Keiner. Und es sind überall so Geld. Du musst dir deinen Finger geben. Ich echt, brauchst du wirklich alle 10. Aber so, da hinten sind auch so wie, das sind alles so neue Systeme für mich. Ich kannte das gar nicht. Neben Geldautomaten ist da noch so ein Automat. Und der hat dann auch so einen Scanner von deinem Fingerabdruck, damit du da irgendwas so verändern kannst oder aktualisieren kannst und so. Und ich hatte halt keine saudische Nummer und dann musste ich da eine Nummer machen, da musste ich das synchronisieren mit meinem Fingerabdruck. Da musste ich war nur damit unterwegs, aber jetzt kann ich alles von überall machen. Und das war's. Und dann wieder zurückgeflogen. Ja, das ist schnell vorbei. 6-7 Tage. Ja, Mann. Du hast mir das mal gezeigt, Drive-in Bankautomat, ne? Ja, aber das ist schon 10-12 Jahre. Ja, aber gibt's in Deutschland immer noch nicht. Ja. Und hier regnet es die ganze Zeit. Weißt du? Also, hier wäre das auch mal nötig. Hier, da sind auch Drive-in Starbucks. Ja, ja. Drive-in, alle Kaffeeläden, die du dir vorstellen kannst. Alles ist immer. Der Saudi will sich nicht bewegen. Das ist sein Ziel. Weil du brauchst die Hitze, ne? Ja, die Hitze, du schwitzt direkt wieder, musst dich wieder umziehen, keine Ahnung, ne. Aber jetzt gerade ist Killerwetter. Also jetzt. Ja, so Deutsch, Spanien-mäßig, ne? Genau, es war so 26 Grad und nicht, die Sonne ballert nicht. Also du hast wirklich. Ich war so spazieren, das kenne ich gar nicht in Saudi-Arabien. Warst du nur in Jeddah? Ich war nur in Jeddah, ja. Ich war nur in Jeddah. Viele von meinen Verwandten nochmal gesehen, also vor allen Dingen die ältere Generation, so der älteste Bruder von meinem Vater, hat so geile Stories gehabt. Der war in Amerika, als er studiert, so wie mein Vater hier studiert hat, hat er in Amerika studiert. Ne? Mhm. Und er hat aber noch nicht den Studienplatz gehabt. Und wir haben über irgendetwas geredet und wir fragen den so, ja, warst du denn schon mal auch in Amerika in dem Staat oder in dem Staat? Also diese sowas wie Florida oder keine Ahnung was. Und der so, ja, ich war in allen. Hä? So wie, in allen 51? Der so, also in 50, nicht in 51. Ich war nur nicht in Alaska. Nur nicht in Alaska. Wallahi al-Azim, ich hab gesagt, auf keinen Fall. Wieso, wie kommst du denn an die anderen 50? Der so, ich war Trucker. Was? Er packt den aus. Auf einmal kommt raus, er war die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit. Er hat auf den Studienplatz gewartet und genau, das war der Trucker. Ja, und in der Zwischenzeit, der so, lass mal Trucker sein. Aber... Und er meinte, Junge, das war unglaublich. Aber er hat das so nebenbei gesagt, ja, ich war Trucker. Ganz normal, wieso alle Cousins von mir gucken sich also, what? Was hat er danach gemacht? Was hat er studiert und gemacht danach? Der hat was studiert. Also was kennt ihr den? So. Wir kennen den als Geschäftsmann einfach. Wir, Enes, also mein Bruder und ich, wir kennen den nur als Geschäftsmann. Wenn er in Deutschland ist, ist er nur am Telefon so. Hey, oh, und spricht in schlechtem Englisch die ganze Zeit. You have to do this like this, like this. Bei meinem Vater raucht er im Wohnzimmer. Alle so, er raucht bei uns, er baut Service. Und wir kennen ihn nur so. Wir kennen ihn nur als, dann haben wir ihn gefragt, was hast du eigentlich alles so gemacht? So, der so, ja, ich habe alles gemacht. Ich war in Antwerpen mit Diamanten. Wie so, boah, hast du Diamanten verkauft? Das war jetzt, ich rede gerade so, als wäre ich 8, aber das war letzte Woche. Wir haben den so gefragt, echt? Der so, ja, Diamanten. Und lief gut? Der so, nein. Lief gar nicht gut, alle haben mich verarscht. Aber war cool. So, noch wie alt ist der jetzt? Keiner weiß. Aber wenn mein Vater so 75 ist, er ist der Älteste in der Familie. Er muss locker 15 Jahre älter sein. Aber boah, keiner weiß. Da ist auch einmal, habe ich meine Oma gefragt, wie alt ist er? Wie alt ist dieser Onkel? Meine Oma so, keine Ahnung, aber es war nach der Revolution irgendwann. Die haben immer so. Das war das Jahr mit der schlechten Ernte. Als so geregnet hat. Aber weißt du noch, das Jahr, wo es nicht geregnet hat? Ja, jedes Jahr. Ja, ich kenne das auch von der Familie einfach, die so, ja, da gab es dann Orangen zu der Zeit. Zu der Zeit war Orangenzeit. Ja, muss, super. Und dann so, ja, muss September gewesen sein. Ja. So immer so ein Ding. Ja. Ne? Ist super. Und die haben alle immer diese 40 Tage rechnen. 40 Tage ist so ein Zerker. Es sind nicht wirklich 40 Tage so. Es war so ein 40 Tage. So ungefähr einen Monat später. Kann aber auch 3 Monate heißen. Ja, aber es ist irgendwie cool, weil es ist einmal mit deinem Gefühl verbunden. Also das menschliche Zeitgefühl plus dann noch das mit der Natur. Ja, genau. Weißt du, es ist nicht so Zahlen und keine Ahnung, sondern
ah, du hast ein Gefühl. So. Ja. Das ist irgendwie cool. Also das war bei mir so. Und jetzt ist Zeit für... Ja, cool. Ja. So, jetzt machen wir ein Kartenspiel. Darf ich mal weiter drücken? Das musste sein. Das muss. Why you always lying? Mm, oh my god. Der kann eigentlich länger gehen, ne? Der muss sein. Der kommt selten vor. Das ist eigentlich jetzt das. Weißt du, das ich finde den auch zu viel. Der ist auch laut. Der ist oha. Oder? Ja. Also. Oha. Das ist eigentlich so, ne? Das Intro-Beat wollen wir jetzt nicht haben. Was hier? Dann die Ziege. Das ist. Was war der? Warum Ziege? Warum Ziege? Ah, die Ziege muss da rein. Ja, ja, Mann, Ziege. Das, wie willst du ohne? Sie muss da rein. Warm-up haben wir. Das sind einfach so lockere Fragen. Hast du Bock da drauf? Wir machen ein paar Fragen. Ich kenne die Spiele nicht, aber ja. Okay, machen wir mal eine Runde davon. Mal sehen, was uns dazu einfällt. Das sind einfach nur so lockere Fragen. Genau, für die Zwischenzeit, bis wir es ausgehen. Können wir es ein paar Mal hören. Ja. Muss ich das jetzt beantworten, was hier steht? Du musst es erstmal vorlesen, ja, und dann musst du es beantworten. Okay, fängst du an? Wichtige Werte für mich sind... Oh mein Gott, echt? Ey, ja. Willst du sowas? Nimm eine andere Karte. Ey. Echt? Die ist wack. Was für Werte? Du redest mit Comedians. Also. Das wird so. Kalenderspruch, weißt du? Ich bin fasziniert von... Nee. Davon bin ich gerade richtig fasziniert. Wir haben dich hooked. Ja, das ist es. Sonst bin ich immer von verschiedenen Sachen fasziniert. Aber das nimmt so mit der Zeit ab. Yeah. Früher, weil es so wenig gute Sachen gab, kommt mir auf jeden Fall so vor, yeah, war ich fasziniert, wenn ich Heat zum Beispiel gesehen habe mit Robert De Niro und Al Pacino. Allein, dass die beiden in einem Film sind und dann so bam, voll übertrieben fasziniert von diesem Film. Yeah. Und jetzt ist so viele Filme und... Also welche Faszination ist die längste an bei dir? Also was... Was mich am längsten fasziniert... Seit längster Zeit ist wahrscheinlich Musik. Wahrscheinlich Musik, ne? Ja, ich denke Musik am meisten. Und... Also du meinst sowas? Und Donkey Kong Country. Switch? Nintendo Switch? Ja. Jetzt Nintendo Switch. Ich habe jedes Donkey Kong Country gespielt. Ja. Donkey Kong Country war immer gut 3D, so, ne? Ah. Das war ja, immer so nach hinten, aber es sind 2D. Nein, die Grafik davon war, ich fand ich immer, boah, das sieht so 3D aus. Ja, ja, jetzt genau. Mit den Blättern. Oh. Genau. Und einfach dieses Tonnen nehmen, auf jemanden draufschmeißen. Gut, ja, gut. Also wir halten fest, Donkey Kong und Musik. Und Musik deine ist meine längste Faszination. Da ist Donkey Kong Country. Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie natürlich auch. Ja, Mann, richtiger Shoutout, Alter, an Dixie. Shoutout an Dixie Kong, an Cranky, Funky Kong. 3D-Blätter auch, Alter. 3D-Blätter im Hintergrund, gut animiert. Bananen, Junge, Bananen ohne Ende. Alles geht um Bananen. Ja, das Leben dreht sich um Bananen. Ja, Mann. Bananas. Go Bananas. B-A-N-A-N-A-S. Is Bananas. Okay, Khaled Buno, meine Damen und Herren. Ein perfekter Tag beinhaltet für mich... Ach, das ist die Frage. Ja, ein perfekter Tag beinhaltet für mich... Boah, lass die Zeit. Keine so einfache Frage. Echt? Ich finde schon. Ja? Für mich voll schwer. Gutes Essen. Sonnenschein. Perfekter Tag. Das ist ja auch der perfekte Tag. Gutes Essen, Sonnenschein. Ruhe. Einfach. Viele Leute, die gleichzeitig das Maul halten. Also, so wie jetzt. Genau, so, Ruhe. Also Ruhe, so nicht nur Ruhe so von Ruhe um mich herum, sondern innere Ruhe, so Gelassenheit, weißt du? Ja. Wie lange muss die sein? Silent, so, weißt du? Ja, ja, aber wie lange muss die sein? Ja, einen Tag. Wow. Ja, Junge, steht doch perfekter Tag. Ja, du verlangst viel, ne? Ich steht doch perfekter Tag. Ja, ja, aber ich will nur unterstreichen, dass das krass wäre. Das wäre, aber das wäre der perfekte Tag. Ja, diese Gelassenheit und so Leichtigkeit, ne? Genau. So, man hat ganz selten mal so Tage, da funktioniert einfach alles. Ja. Ne? So. Weil ja, du gehst auch mit Ruhe dran. Du hast gar keinen den Ansporn, alles zu schaffen, du schaffst aber alles. Ja. Ich hatte einen perfekten Tag letztens. Also
nach diesem, ich hatte so einen richtigen Flow, als ich nach Saudi-Arabien geflogen bin. Muss dazu sagen, ich alleine, Family war zu Hause. Und dann ankommen am Flughafen, Auto sonst wo abstellen für 7 Tage. Dann Auto abgestellt, direkt einen Parkplatz gefunden. Runtergegangen, direkt die S-Bahn gekriegt. Ich komme an, S-Bahn kommt Richtung Flughafen. Prack, rein. Reinkommen in die S-Bahn komplett voll, ein Platz frei. Ich auf diesem Platz. Angekommen, alles, wow, tak, 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 alles war Killer. Ja. Bis in Saudi-Arabien ankommen, auch alles Killer. Ich hatte so Schiss wegen dieser App. Ich habe die nicht, wie kommt man dann ins Land? Ich habe keine arabische Nummer und so weiter. War voll Panik. Ich so, oh, wie soll das jetzt gehen? Wie soll ich das ausdrücken auf Arabisch? Ich komme an, mein Bruder ist da. Ich so, oh, das war ein perfekter Tag. So, oh Mann, das war richtig Flow. Wie lange fliegt man? 4,5 Stunden. Och, echt? 2 Filme, ein bisschen Nickerchen, bis da. Ja, ich dachte 6 Stunden. Nein, nein, ist voll entspannt. Und jetzt 2 Stunden mit der Zeitumstellung und so weiter, 2 Stunden Unterschied. Ich bin jeden Tag 6 Uhr aufgewacht, hier war 4 Uhr, weißt du, ich war so, da. Ach so, du bist immer, ja, du bist für uns hier früh aufstehen. Ja, dann. Zeit voraus, ne? Ja, Mann. Ja. Das ist echt geil. Super Gefühl gewesen. Also für Deutschland, wenn man mit Deutschland kommuniziert, ist das, genau. Das ist Hammer, weil du hast 2 Stunden mehr Zeit. Ja, und klar, so dann immer auch recht früh ins Bett gegangen. Ich hatte echt eine super Woche. Ich war echt happy die ganze Zeit. Es war echt nice, Mann. Auch andere Energie mit der Sonne da, ne? Klar, also das unterschätzt man. Ich habe das hier immer so schön geredet. Weißt du, wenn jemand irgendwie gesagt hat, jetzt kommt der Herbst, jetzt kommt der Winter, alles ist dunkel. Ich so, ja, das tut, ändert nichts bei mir, ändert nichts bei mir. Aber jetzt langsam merke ich, ey, ich brauche Sonne, Alter. Ich brauche mehr Sonne, Junge. Einfach andere Motivation, ja. Morgens rausgehen, das. Ja, ist ein bisschen anders, aber ich muss auch sagen, ich war ohne Alltag, ich war ohne meine Kids. Ich war so alleine da, ich konnte machen, was ich will. Das natürlich macht sehr viel aus, ey. Perfekter Tag, was ist bei dir ein perfekter Tag? Boah, bei mir ist es auch so Leichtigkeit und so kein Stress. Überhaupt nicht. Meine Kinder sind super drauf. So alles funktioniert, so papa, 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 Mittagsschlaf, Nerven. Mittagsschlaf, irgendwo. Riesenfaktor, Bruder. Ja. Mittagsschlaf für dich oder für die Kinder? Beide, Junge, synchron. Ey, das auf jeden Fall, wenn die Kinder Mittagsschlaf halten, du gefakst auch. Ja. Ich habe meinen Rhythmus so gelegt. Ihr kennt mich, ich bin kein Frühaufsteher. Ja, also stimmt. War ich nie in meinem Leben. Ja. Und jetzt gezwungenermaßen, dadurch, dass ich meine Tochter, ich bringe die jeden Morgen in den Kindergarten, ich wach auf mit ihr, Kindergarten, und dann bist du wach, fängst an, Sachen zu erledigen und alles, und du kannst gar nicht anders, du musst halt in den Tag rein. Ja. Mittagspause macht mein, also Mittagspause, sag ich. Da macht mein Sohn Mittagsschlaf und ich immer direkt mit. Du bist einverstanden. Du, ja, ich so, genau, ich bin, richtig. Ich bin deiner Meinung. Und wenn das auch gut klappt, so, wenn er auch so richtig zu einer Hammer-Uhrzeit, weil manchmal kriegen wir den nicht in den Mittagsschlaf rein. Dann dauert das ein bisschen, 1-2 Stunden länger. Yeah, yeah. Und dann kommt der genau da rein, wo ich meine Tochter wieder abholen muss. Weißt du, dann ist so, jetzt schläfst du ein, jetzt habe ich 30 Minuten. Du kannst weiter schlafen, ich muss die abholen gehen. So, hol du die ab. Hol du die ab, genau, ich weck dich. Genau, und dann schläft er dann ein. Aber so ein perfekter Tag ist, dass alles funktioniert. Meine Tochter in den Kindergarten bringen funktioniert, weißt du, weil manchmal gibt es so Tage, dann hat die einfach so hart ihren Willen. Ja. Yeah. Dann wecke ich die morgen. Nee, Mama soll mich wecken. Yes. Mama soll mich wecken. Sehr gut. Dann gebe ich ihr, was sie anziehen soll. Nee, das ziehe ich nicht an. Ich will was anderes anziehen. Yeah. Weißt du, dann ist so richtig Trotz. Und dann fängt der Tag schon scheiße an. Ja, 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 ja. Das stimmt. Aber wenn so, manchmal wecke ich die morgens und dann ist sie direkt so, die wacht schon mit dem Grinsen auf. Und so, weißt du, was ich geträumt habe? Ich habe geträumt, ich habe das und das gemacht. Und dann ist ihr egal, auch was ich anziehe und sowas. Und dann ist direkt alles spielerisch. Das ist so ein perfekter Tag. Das ist so kein Stress. Also diese Art Faktoren so, von Stress. So mit dem anderen Stress kann ich umgehen. Ja. Aber das. Zu Hause kein Stress. Alter, ist. Ja. Mit, ey, das stimmt. Also draußen Stress ist für mich Arbeit. Genau, damit lernst du ja, umzugehen. Nichts Neues. So, das ist draußen. Ja, Mann, so, weißt ja, du, das ist ja, das ist ein Wohlfühl-Error. So. Ja, wenn voll. Da Stress ist, kommst du nicht abgeschüttelt. Wohin willst du schütteln? Ich muss kurz anmerken, nur weil er gerade so vom Mittagsschlaf und so geredet hat, musste ich schon gähnen. Ja, und war schon so im. Ja, aber der schmeckt ja, auch. Der schmeckt. Ich hab das, Bruder, ich habe das seit 12 Jahren nicht gehabt. Echt? Ich hab, du bist sowieso, doch, bei dir frage ich mich sowieso, wie oder wann schläfst du? Weil, ja, man kann ihm auch um 2 Uhr nachts schreiben, man kriegt noch eine Antwort. Direkt, meistens. Genau. Und morgens früh aber auch, 7 Uhr, 8 Uhr, wenn man Kinder in den Kindergarten bringt, kann man dir auch schreiben und du bist zu diesen Zeiten auch wach. Ja, ich schlafe wenig.
Aber schon immer. Du bist der Letzte, der. Aber du bist der Letzte, der einschläft und der Erste, der wach wird. Ja, zusammen mit meiner Frau wache ich gleichzeitig, aber ich schlafe nicht länger als sie. Oder? Boah, Junge. Das aber schon immer. Doch, also die Kids bei mir, ich hatte ein bisschen Pech, so ein bisschen, dass die nicht so die Fans sind vom Mittagsschlaf. Also auch nicht so, als sie so klein waren, haben die es auch nur ein halbes Jahr durchgezogen und dann waren die. So, ich hatte das immer nur ein halbes Jahr, so maximal. Und dann waren die alle so, ich mach kein. Ich so, hey, ich dachte, wir kooperieren hier. Ich dachte, wir haben einen Deal. Wir sind eine Familie, wir halten zusammen. Wir schaffen zusammen. Also ich glaube, Kombination von diesem Chill-Out-Tee und das Gespräch gerade die ganze Zeit über Schlafen. Mhm. Aber du bist chillig, ne? Das ist chillig, ja. Ja, das ist echt chillig. Ohne Kids. Ist entspannt. Was ist deine Ausrede, dass du keinen Mittagsschlaf hältst? Vielleicht, dass ich morgens nicht so aktiv sein muss wie ihr. Ja, yeah, okay. Dass ich morgens nicht so anstrengend bin. Genau. Bei mir ist so, ich stehe auf und dann duschen, frühstücken und ich muss dann nicht noch, während ich das mache, noch mich um Kids kümmern, yeah, so wie bei euch. Deshalb, glaube ich, bin ich dann mittags nicht so ausgelaugt wie ihr. Das kommt hin. Das akzeptiere ich aber nicht, weil Mittagsschlaf muss sein. Eigentlich ja. Aber wir kennen das ja von der Tour. Bei Benessa gibt es Mittagsschlaf auch 18 Uhr, 19 Uhr, kurz vor der Show. Mittag ist Show relativ. Hat angefangen. Genau, Mittag ist relativ. Tisch. Ich kann so am Schlafen. Ja. Ja, Mann, ich kann jederzeit und jedes Ortes einen Mittagsschlaf machen. Genau. Auch um 0 Uhr kann man Mittagsschlaf machen. Ich glaube, ich bin schon an den verrücktesten Orten eingeschlafen. Ja. Also ich weiß noch einmal im Backstage, da war so eine, Arbeitsplatte von der Küche, war die Garderobe. Ja. Die haben die da so hingebaut, dann ist da so Spiegel. Und dann hast du von Stühlen die Sitzkissen, die auf den Stühlen sind, die so hoch sind. Da habe ich unter diesem Tisch gibt. Genau, unter den Tisch. Und ich komme so rein und so, ey, wo ist Bani? Und dann gucke ich so und der liegt so da drunter, ist so am Schlafen. Ja, Mann. Unter dieser Arbeitsplatte. Er erinnert sich gerade genüsslich. Nicht Zeiten. Er so, ja, Mann, diese Kissen. Das war Hammer, Junge. Wir waren auf Tour, ich war am Ende. Trier war das. Ja, das war Trier. Du kriegst sowieso jeden Tag kaum Schlaf. Du siehst die Räume auch anders. Ich bewerte die Räume anders. Ah, diese Ecke, dieser Winkel. Ja. Ich komme in einen Raum rein. Da kann ich mich anlehnen. Genau, und ich gucke die Winkel an, wo ich so schlafen kann. Weißt du? Ey, ich kann es toppen, was Benessa angeht. Merkt ihr, was du sagen willst? Wir sind in so einem 9er-Bus, so mehrere Reihen. Und der hat eine Reihe für sich. Wir waren genügend Leute, dass er eine Reihe für sich haben kann. Und ich denke so, ja cool, dann kann er da schlafen, alles so Polster und keine Ahnung, dann wird er da schlafen korrekt. Dann gucke ich, ich gucke nach hinten, es ist nachts, er ist nicht da. Ich so, ey, Jigo, wo bist du? Dann ist er nicht da, weil da diese Plastikdinger von den Anschnallern sind. Und der so, nee, ich schlafe auf dem Boden, wo die Füße normalerweise sind. Ich schlafe da, weil da gibt es keine Anschnaller. Genau. Und er liegt da, genüsslich. Wie gesagt, ist kein hartes Leben, ist sein Leben. Weißt du, so. Ich habe die ganze Zeit diese Anschnallgurte, wenn ich mich draufgelegt habe, mit dem Rücken, haben die in den Rücken reingestochen. Wenn ich mich andersrum gedreht habe, haben die mir hier reingestochen. Yeah. Ich so, lieber auf den harten Boden, habe ich überall den gleichen Stich, so weißt du, einheblich. Ja. Das war auch gut, war genau die richtige Entscheidung. Er bereut es immer noch nicht. Nein, auf keinen Fall. Kannst du das toppen? Ich weiß, dass er immer so, vom Gepäck hat er immer diese Snipes-Beutel mit Klamotten drin gehabt und hat die dann immer so als Kissen genommen im Tourbus. Aber das Beste, was ich bis jetzt bei ihm gesehen habe, war so einfach aus dem Nichts. Wir steigen gerade in den Flieger ein, auf Tour, wir haben uns gerade hingesetzt, ja. Und ich gucke rüber und er hat seine Wollmütze, nimmt seinen dicken Schal, den er, glaube ich, selber gehegt hat und drückt den rein in diese Wollmütze und presst den so zusammen und ich beobachte den so. Und er ist so richtig so dabei, formt das, packt das so hin, legt das so unter seinen Kopf und dann guckt er mich so an, so von der Seite, guckt so rüber, der so. Das ist geil, ne? Und ich so, Alter, was geht da? Er war richtig so, ey, so richtig am Formen. Okay, aber er hat es nicht gemerkt, dass ich ihn seit 3 Minuten aber das, beobachte. Das kann man aber stundenlang bei ihm machen, weil du guckst immer einem Meister zu. Und ich finde, einem Meister, Handwerker, was auch immer, er hat ein Meister, genau, ein Meister hat einen Gesichtsausdruck bei der Arbeit, der dich beruhigt. Also, der beruhigt dich, weißt du, es ist satisfying. Du guckst das ist eigentlich, meine richtige Profession ist das. Ja. Ich müsste eigentlich Ausbilder sein bei so Militärkrieg, so, ey, wenn wir im Wald sind und sowas, wie sollen wir schlafen? Wie sollen wir schlafen? Und dann kommst du sachlich um die Ecke. Sucht euch was zusammen. Ihr habt den richtigen mit im Bataillon. Also, ich kann das nur bestätigen. Das ist wirklich so.
Genau, ey, ich schwör's dir, du kannst mich in so ein Wald reintun. Ich finde dir die beste Stelle zum Schlafen. Und ich finde dir auch die Utensilien, die du zum Schlafen brauchst. Was du als Decke benutzt, was du als Kissen benutzt. Es wird auch nichts probiert. Du hast es und es ist ein Hit. So, schlaf. So, es wird nichts probiert. Es wird funktionieren. Also ihn stört das auch nicht, wo er schläft. Ich weiß, auf Tour zum Beispiel, bei mir ist es so, ich kann mit Lärm schlafen. Ja? Und ich weiß noch einmal, er lag auf einer Couch und da war kein anderer Platz. Und dann habe ich mich so ein bisschen auch auf die Couch gelegt und der so, warte, ich mache meine Füße hier hoch und dann machst du deine Füße. Und dann waren sie so wirklich wie so Geschwister, Tetris, wie so ihre Beine sind. Der eine macht seine Beine dahin, der andere dahin. Und dann liegen die so beide auf dieser Couch und schlafen ein. Einfach. Also, das ist gut, sehr umgänglich. Harte Skills vorhanden. Was steht auf deiner Karte? Bei mir auf der Karte steht das letzte Mal richtig gelacht über. Boah, Junge, ich weiß nicht, Mann. Ah, ich habe heute schon richtig gelacht. Ich habe auch, ja, Mann. Gerade eben über sein. Ja, Mann, das ist auch schon gut gelacht. Es gibt meine Nichte, in Saudi-Arabien war das wieder. Ich war mit meinem Bruder unterwegs und er zeigt mir so die Memes seiner Kinder, die er nicht versteht. Und da war ein Teil, kennt ihr das, so ein Video? Und zwar ist er so ein Junge und er stapelt auf einem Glas-Couchtisch, ein schwarzer Junge, stapelt so auf so einem Glas-Couchtisch, stapelt er Ziegelsteine. Dick, 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 immer, nee, kennt ihr das? Ja. Und es ist immer weiter hoch, bis das dann so natürlich zerbricht. Mhm. Voll laut zerbricht das. Und dann ist er so schockiert und geht so nach hinten und sagt, Mama, the table is broken! Und die Pausen dazwischen, wenn du das mehrmals hintereinander, du lachst, du kannst nicht mehr. Du kannst schon nicht mehr. Asthma, mein Bruder und ich aber bei dem Ding, Asthma lachen mitten im Stau. Wir können nicht mehr verbinden, das mit Bluetooth, mit dem Auto, können nicht mehr vor lachen. Wir kriegen noch einen Link und so sind das Remixe. Die Leute haben daraus Beats gemacht. Geil. Das Ding war 9 Minuten lang und ich konnte nicht aufhören zu lachen. Ich hatte so Bauchschmerzen bei diesem Ding. Ich muss das verlinken, ich finde das auf jeden Fall. Ihr müsst das sehen. Junge, das war das letzte Mal. Vor 1,5 Wochen habe ich so hart geweint vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. So mit Pause lachen und weiter. Pause, lachen, weiter. Boah, das werde ich auf jeden Fall verlinken. Das müsst ihr sehen unbedingt. Wann habt ihr das letzte Mal hart... Ich habe heute das erste Mal bei Buttiger Butz. Buttiger Butz von Kickoff dein Plexus. Sieht aus wie Santa Cruz. Sie sieht aus wie Santa Cruz. Ich weiß nicht wie. Genau, ich weiß. Ich verstehe es auch. Man muss es gar nicht verstehen. Ey, du hast da gelegen, ne? Du hast da gehockt. Du hast das gehört. Es kam rattig in dein Ohr. Das kam genau in diese rattigen Gene. Du so. Du bist gestorben. Das war richtig. Und wie er es nachgemacht hat. Du weißt ja wie. Also. Ja. Buttiger Butz. Buttiger Butz. Und kick auf dein Plexus. Sieht aus wie Santa Cruz. Abgesehen von heute, wann hast du dich das letzte Mal richtig besiegt? Da muss ich echt. Also. Ich muss kurz überlegen. Ich war letzte Woche in der Schweiz. Da war ich auf einer kleinen Mixshow von Joel von Mutzenbecher. Der hat Jubiläum gefeiert, quasi für sein Comedy in Bald. Du warst in der Schweiz, ja. Genau, 50. Show, das war auch die letzte Show. Der gibt das jetzt ab an der neue Stand-Up-Show. Und da habe ich sehr gelacht, weil alles Schweizer Comedians waren. Und wenn ich dann was verstanden habe, dann war das unglaublich. Also dann war das so lustig. So der eine Comedian, er fragt so den anderen auf der Bühne, so... was machst du, irgendwie so, ich keine Ahnung, wie ich das nochmal mache. Was machst du beruflich und so? Und er sagt dann irgendwas und dann sagt er, ah, Stricher. Und ich so, ah, der hat Stricher gesagt. Und da habe ich mich die ganze Zeit bepisst vor Lachen, immer wenn ich was verstanden habe. Nicht nur, weil es witzig war, sondern weil ich es endlich verstanden habe. was war noch? Eigentlich heute sehr viel schon gelacht. Ja, ist cool. Buttiger Butz von Kick auf dein Plexus. Okay, das reicht. Ey. Ich habe heute darüber gedacht. Darüber, ne? Richtig heftig, ja. Mann. Ah. Sonst was geht. Nächstes Ding? Nächstes Ding. Sollen wir noch eine Karte? Oder sollen wir über Bushido? Lass mal das da machen. Was ist das? Die anderen Karten? Das die da. Das hier ist herausschätzen, wann das passiert ist. Wann das passiert ist, genau. Was passierte? Buttiger Butz?
Ah, okay. Ist immer auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Lösung. Entstehung der Landwirtschaft. Wer am nächsten dran ist. Nee, was meint ihr? Ich bin so krass schlecht. Der Landwirtschaft, also... Der Landwirtschaft, dass man Sachen anbaut. Ackerbau, ne? Genau, Ackerbau sozusagen, ja. Boah, das muss übertrieben. Das ist sehr... Das, wo Menschen viele Menschen geworden sind auf einmal, ne? Ich würde sagen 1500 vor Christus. Oh. 1500? Also 1500 vor Christus. Ich würde sagen noch mehr. Ich würde sagen so 5000. Nee, sogar vielleicht sogar noch mehr. Ich bin auch bei noch mehr. 10.000. Ich bin bei 10.000 vor Christus. Okay, für das Zahlenspiel, ich bin bei noch mehr. Ich sag einfach, gibt es solche Zahlen überhaupt, Alter? Ich glaube, die Leute zählen gar nicht so. Noch. Bis wie weit ins Minusbereich zählt man noch mit Christus? Keine Ahnung. Alles davor ist vor Christus. Ja, aber Dinosaurier. Aber da sagt man doch nicht 300.000 vor Christus. Nee, genau, nee, da sagt man was anderes. Aber was sagt man da? Dann sagt man vor 60 Eiszeit, Millionen Jahren. Dingszeit, okay. Dann sagt man sowas. Im so und so Zeitalter. Okay, ich sage 100.000 vor Christus. Boah, übertreiben. Einfach so. Einfach so. Ich darf übertreiben. Aha. 9.500. Vor Christus. Krass, ja. Yeah. Hey, ich bin sogar richtig übertrieben. Übertrieben, na, weil cool. 500 Jahre ist ja nichts. Genau. Es ist aber auch mein Spiel. Ja, das. Okay. Erfindung der Lokomotive. Okay. Das. Hey, als Erfindung der Lokomotive. Ja. 1700 irgendwas. Ja, da wäre ich auch irgendwo. Ich wäre bei 1800 noch was. Oder vielleicht aber 1800 oder? Ist noch nach Französischer Revolution, oder? Ja, ist nach Französischer Revolution 1797, irgendwie sowas. Dann bin ich auch bei so 1650 für das Zahlenspiel. Okay. Vor Christus. Okay. 1650, ich sag 1750 und du? Ich bin 18. Ja, obwohl, eigentlich habe ich auch. Nee, ich glaube, das ist nicht 1650, warte. Das ist 1720, sage ich jetzt. 1720, 1750 oder was? 1812. 1804. Starker Ball, das ist echt ein Spiel. Das war zu auffällig. Junge. Oder? Das war zu viel zu auffällig. Ich würde es nicht machen. Okay. Erfindung der Sanduhr. Ach komm jetzt, hör doch auf, ey. Was sagst du? Stark. Glas muss ja auch erst gemacht worden sein. Erfunden worden sein. Also war das Römer immer ein Glas? Römer hatten die Sonnenuhr. Das ist schon mal klar. Ja, Sonnenuhr ist auch. Kann man auch nachvollziehen, aber Sanduhr ist mega kompliziert. Ja, Mann. Da ist schon so, ich sag 600. 600 was? Ach, 600 Christus. Einfach? 600 nach Christus. Wann ist denn Römisches Reich? Römisches Reich? Bis wann? Hm. Also das letzte Richtige war bis, das Deutsch-Römische war so um 800. Kaiser Karl. Er sagt 600. Er sagt 600, ich sag so... Boah, das muss krass sein, Mann. Ich kann nur failen. Ich sag 900. Ich sag... Nein, das Ding ist für mich mega alt. So. 300. Okay, dreh um. 900. Wer hat 900? Ich hab 900. Du hast 900 gesagt. Richtiger Glücksgriff, ey. Ha. Frontkick auf dein Plexus. Ach so, und jetzt der Taschenuhr. Die Taschenuhr. Die Taschenuhr ist diese Monokelzeit und sowas. Ja. Jein. 1800? Nein. Doch, das ist diese. Aber wenn die Lokomotive 1804 gebaut wurde, dann muss auch die Taschenuhr schon vorher da gewesen sein. Nein. Die haben erst diese Zeiten mit Minuten und so seit der Lokomotive wegen Abfahrtszeit. Ja. Es muss also danach sein. Ah. Also dann gleichzeitig vielleicht 1804. 1815. Bisschen größeren Abstand, komm, gib ihm. 1830. Mhm. Boah, 1504. Als ob Galileo so ein Ding gehabt hätte. Ey, das ist auf jeden Fall gelogen. Das glaube ich nicht. Ne? Ey, ist das so und dann ist Taschenuhr, aber Sonnenuhr? Oder ist dann wirklich auch... Taschenuhr. Das ist doch keine richtige Uhr. Junge, ja.
Okay. Okay. Nächste? Nächste und dann muss ich. Nicht gucken. Erfindung des Fernsehers. Komm. Ja. So Röhrenfernseher. Boah, wie schwer der war, Alter. Erfindung des Fernsehers ist gar nicht so lange. Müsste 1900. Auf jeden Fall 1900 noch. 1920. 1920, würde ich sagen. Du? Boah, 20 ist schon sehr gut. Da muss ich klein daneben sein. 1923. Ich sag 1899. 1925. Ah, ich hatte 23, ne? Jordan näher dran. Ja. Echt? 1886 ja. Online? Die Idee, einer war am Träumen, ey. Mhm. Der so, ich habe ein, I have a dream. Also wir hören gerade Ende 19. Jahrhundert gab es schon die erste Erfindung. Aber es gab's? Es gab's diese. Es gab's. Aber anscheinend ist hier wahrscheinlich Fernseher in Serie, ne? Die Rede. Okay. Das war gut. Machen wir noch eins? Machen wir noch eins? Komm, eins noch. Komm. Boah, ich bin eins. So weg. Erster Flug eines motorisierten Flugzeugs. Also der erste wirkliche Flug. Das war doch Royal Air Maroc. Die waren doch die ersten, oder? Klar, klar. Erster Flug eines motorisierten Flugzeugs. Ah. 1895. Das wäre doch, wann? Nee, ich glaube nach Auto. Ich glaube so 1900. 1800? Aber guck mal, Bild ist Doppeldecker, ne? So ja, mit. Das ist das wahrscheinlich, was die Wright-Brüder überhaupt gemacht haben. Genau, die müssen ja zu zweit, das sind ja Brüder. Ja, ja. Wright-Bruder. Achso, ich dachte, es wären Schwestern. Eric Easy E. Wright. Also, ich sage 1895. 1895, ich sage 1902. Boah, ihr seid 1902. Beide gut. Ich sage 1870. Oha, Adverbial. 1902, sagt er. Okay, dreh um. Oh, 1903. 1903. Wow. Oh, ein Jahr. Ein Jahr, Junge. Jigo, Alter. Krass. Wow. Und dann 15 Jahre später gab es schon im Ersten Weltkrieg Flieger. Stimmt, ja, du hast genau. Recht. Krass, Mann. Krass, Mann. Ja. Da haben die schon... Wir haben schon direkt benutzt. Wie krass, immer, wenn was wahrscheinlich rauskommt. Wir müssen schnell machen. Wir brauchen Bau das Ding. Wir müssen bis zum Krieg fertig sein, Leute. Alter, das ist krass. Okay. Aber das bockt, das Spiel. Das macht Spaß. Ja, ne? Erfindung der Zahnpastatube. Ey, wenn ihr wollt, dass wir häufiger diese Spiele machen, schreibt in die Kommentare, dass ihr es sehen wollt. Wenn ihr das nie wieder sehen wollt, dann schreibt es. Schreibt in die Kommentare nie wieder. Guck mal, Erfindung des Dosenöffners. Erfindung der Kamera. Boah, Erfindung der Cornflakes. Komm, das müssen wir aber. Komm, lass nur das. Erfindung der Cornflakes ist schon lustig. Wann waren. Erfindung der Cornflakes. Also die richtigen, ne? Wow. Ey. Ich gehe wieder Anfang 20. Also 19. Ja, also 1900 noch was, ne? Würde ich auch sagen. Ich würde sogar spät gehen. 1940. Ah, ich würde auch. Stimmt, du hast recht. Ich wollte noch früher. Aber ich sag mal 1900. Ich sag mal 1958. 40, 1940. Ich sag 1935. 1894. Yo! John Harvey und Will Keith Kellogg. Ach, Kellogg. Der hat erfunden, der Kellogg. Ey, du warst am nächsten dran, ne? Glaube ich. Ja. War ich? 1940, ja. Ja. Okay. Geil. Ey, das war gut. Gutes Spiel. Mhm. Gute Folge. Ich glaube, wir können wrap that shit up, oder? Ja, würde ich auch langsam, sagen. Ne? Mhm. Khaled, war cool, dass du hier warst. Ey, danke euch. Hat Spaß gemacht. Hast du noch irgendwas zum plug that shit? Kommt irgendwas von dir raus demnächst? Nö, noch nicht, aber es wird, Benessa, wenn ich schon hier bin, es wird Zeit für eine neue Parodie. Ah, ja, ja. Oh. Ey, habt ihr Vorschläge, welches Lied soll parodiert werden von diesen beiden? Dann schreibt in die Kommentare. Aber wüsstest du etwas, worauf du Bock hättest, so, wo du dir sagen würdest, ey, das... Bottega Boots von eigentlich prädestiniert. Eigentlich das... Das ist gerade prädestiniert dafür. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also mir fällt jetzt
auf Anhieb nicht direkt was ein. Normalerweise ist es so, wir hören einen Song und dann ist so, ja, das ist, wir nehmen das. Genau. Ich habe keinen richtigen Song, aber ich mag diese Du bist mein Visum-Geschichte. Ich würde gerne wissen, was ist 5 Jahre oder 6 Jahre danach, weil normalerweise müssten die jetzt deutsche Pass haben, wirklich. Genau. Was ist aus diesen Charakteren passiert, die da in diesem Video rumtanzen? Wenn man die alle wieder zusammenkriegt und was sagt man, Sequel? Mhm. Ja. Ne? Ein Sequel von Du bist mein Visum. Das habe ich immer so im Hinterkopf. So schon, das muss auch noch kommen. Ne? Eigentlich ja, auf jeden Fall. Aber abwarten. Ne? Sehr cool. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, teilt dieses Video. Liked, sagt uns, was ihr anders haben wollt. Und kommt zur Tour. Kommt zur Tour, Tickets genau. Sind überall, Description. Das ist Banai Salam Rubal, das ist Khaled Bunua und ich bin. Haut rein, Leute, peace. <Good. lacht>